Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal B45. Wir sind zurück auf der Butchern Map im LS22. Heute steht eine Investition an, eine Großinvestition. Und zwar werden wir die Biogasanlage kaufen. Dazu müssen wir einen Kredit aufnehmen, um keine Zeit zu verlieren, machen wir das jetzt. Genau. Wir müssten 600.000 noch frei haben bei der Bank. Das werden wir jetzt voll ausschöpfen, denn es soll ein neuer Trecker kommen. Genau, weil der Valtra soll ja verkauft werden. Den Valtra will ich loswerden. Nicht, weil er schlecht ist. Ganz im Gegenteil. Er ist ein Top-Trecker. Das habe ich euch ja gesagt. Aber für mich ist es eher so ein Forst-Traktor. Genau, kaufen wir erstmal eine Biogasanlage für 435.000. Sie ist voll, weil ich ja noch Silageballen drin habe. Genau, kommen wir kurz zu den Silageballen. Ihr habt mir, wir haben ja im letzten Folge, haben wir Rasen, die Wiesen gemäht an dem Hof. Und auf der einen Wiese machen wir ja Silageballen. Da wir aber auf dem Hof zu viele Silageballen hätten, habe ich die dann zur Biogasanlage gebracht. Deswegen hatten wir auch so ein gutes Konto. Genau, dann soll das jetzt erstmal arbeiten. Wir haben auch ein bisschen Gülle, die können wir auch gleich herbringen. Dann würde ich sagen, hocken wir uns in den Valtra. Genau. Und dann heißt es erstmal für den Valtra Adios Amigos, denn es soll ein neuer Trecker ja kommen. Man hört, der Valtra hört sich gut an, aber so Leute, ich finde ihn komplett als Forsttrecker. Es wird sicherlich einige Leute gegeben da draußen, die haben andere Meinung, aber ich finde, für mich ist es ein Forsttrecker und wir haben ihn sowieso zu selten benutzt. Wir waren überwiegend mit Marcel Ferguson unterwegs. Deswegen habe ich gesagt, holen wir den weg. Holen wir uns einen anderen Trecker. Auch mit einer stärkeren PS-Zahl. Weil was haben denn die Trecker bei uns? Der Walter, der hat 190, klar. Einer der stärksten. Wenn ich jetzt nach PS tun müsste, dann würde ich Marcel Ferguson wegtun. Aber ich habe mich für den Valtra entschieden, denn der Marcel Ferguson ist auch so ein guter Trecker. Natürlich der Valtra. Aber wie gesagt, für mich ist es ein Forsttrecker und deswegen tue ich den weg. Ich habe mich auch schon für eine Marke entschieden. Oder besser gesagt für zwei Marken. Dann werden wir jetzt gleich gucken, welcher es wird. Und dann muss ich euch zeigen, was für einen großen Mist ich gebaut habe, während ich schon mal vorgespielt habe. Genau, kommt der Valtra her. Motor abstellen, einmal gut begutachten. Der Händler soll ihn selber waschen. Dann reparieren wir ihn einmal. Und dann verkaufen wir ihn. Lackieren lohnt sich nicht, aber reparieren lohnt sich dann schon. Dann verkaufen wir ihn einmal und sind auch damit wieder reicher. Haben wir wieder fast 400.000. Gehen wir mal hier in die Kategorie rein. Und erstmal brauchen wir aber einen Radlader für die BGA. Genau, für die BGA brauchen wir einen Radlader. Habe mich auch für einen Klaas entschieden. Der wiegt 9,1 Tonnen. Ich glaube, das reicht uns auch vollkommen. Das reicht uns. Dann kaufen wir den einmal. Brauchen wir Radlader-Werkzeug. Radlader. Dazu würde ich dann einmal die
Beingabel nehmen. Alles von Volvo hier. Sag mal, es gibt auch andere, oder? Silagegabel, das ist es nicht. Gibt's da keine? Wenn Schiebeschilder. Okay. Das ist jetzt gerade ein bisschen blöd, muss ich sagen. Denn wir haben ja nicht die Silos voll. Wir brauchen ja eine Gabel für die Silageballen. Egal, dann tun wir es einfach. Was ist das da? Nee, das ist nicht so. Dann machen wir es einfach mit dem da. Das tut's auch. Genau, da haben wir hier schon mal ein schicken Glas. Genau. Haben wir ein schicken Glas. Können wir zuklappen schön. Genau. Dann würde ich sagen, den schicken wir auch gleich mal zur Biogasanlage. Soll schon mal gleich dahin fahren. Oh, wäre schon die Kontrolle über das Fahrzeug. Ich habe auch Precision Farming reingenommen. Nur, dass ihr Bescheid wisst. BGA ist hier. Okay, dann fahren wir ihn einfach hierher. Ist er hier erreichbar? Genau, ist er. Dann soll er einmal hinfahren und wir kaufen uns einen Trecker. So. Dann gehen wir mal, wir haben 271.000 zur Verfügung. Gehen wir erstmal hier rein. Und ich habe mich auch schon entschieden, entweder es wird ein Deutz oder es wird ein Fendt. Obwohl der auch gar nicht so schlecht aussehen würde. Nö, so schlecht würde er auch nicht aussehen. Was hätten wir denn hier in der Preisklasse? Hier hätten wir ein Case, wäre auch nicht schlecht, aber weit über unsere Preisklasse. Ein 7R wäre auch nicht schlecht. Oder so ein Glas Xeren, aber auch über unsere Preisklasse. Gucken wir mal. So ein TMS würde es auch sein. Oder so ein 907 Gen. Würde ich gar nicht mal so für so schlecht empfinden. Aber ich würde sagen, wir nehmen Deutz. Deutz sieht für mich schön aus. Der 9er will ich nicht, ich will den 7er. Wo haben wir denn? Das ist bei Mitteltraktoren, oder? Das ist der 8er. Sagen wir mal, was der 7er hin. Frontlader anbauen, Quicke. Und dann würde ich sagen, kaufen wir den für 223.000. Komm, GPS, oh, was ist das? Ja, das tun wir auch anbauen. Ich würde sagen, 237.000 und kaufen ihn. Dafür brauchen wir jetzt noch. Hier sehen wir den neuen Deutz. Dazu brauchen wir noch Werkzeuge, Frontlader. So, der wird sehr von der Breite. Müssen wir gucken einmal. So.
Und den rüsten wir dann mit einer Palettengabel aus. Und das wäre dann auch schon perfekt. So ein Monitor seht ihr hier. Dann fahren wir mal im neuen Deutz. Genau. Machen wir den einmal zum Hof. Bevor wir zum Hof fahren, zeige ich euch einmal was. Ah nein, jetzt war ich gegen die Wand, war ich kurz abgelenkt. Das tun wir einmal so hoch. Genau. Wir werden Palettengabel so nicht brauchen wahrscheinlich. Ich habe es jetzt einfach mal für den Fall der Fälle mitgenommen, falls wir es brauchen. Falls ihr euch fragt, warum wir so rumfahren. Ich muss euch einmal was zeigen. Ich habe großen Mist gebaut. Genau. Seht ihr jetzt gleich, ihr seht es schon, ich habe beim Spielen und Missionen machen komplett das Feld vergessen. Habe es dann leider bemerkt, wo es zu spät war. Bin mit Herbizid drüber. Und jetzt seht ihr, es sieht nicht mehr schön aus. In 3 Ingame-Monaten kommt es Weizen eh runter. Ich werde es aber nicht verkaufen. Denn so würde es wahrscheinlich in Real Life auch kein Landwirt verkaufen. Das wäre für ihn eine Blamage, sowas zu bringen. Ich würde es einfach für die Hühner nehmen. Ja, es passiert, kann man leider nichts mehr ändern. Ich weiß nicht, ob man das braune Zeug hier wegbekommt, wahrscheinlich nicht. Falls doch, könnt ihr es ja gerne in die Kommentare schreiben. Ich habe Precision Farming ja mit reingenommen, dass das Ganze noch attraktiver macht. Dann fahren wir einmal zum Hof. Jo, es konnte sein, ich habe ihm die Vorfahrt genommen. Und da haben wir auch schon Totalschaden wieder drin. Hier haben wir Ölrettich. Da kommt in der nächsten Folge der Mais drauf. Wir fahren jetzt zum Hof. Fahren schon mal die erste Gülle zur BGA. Und dann gucken wir mal. Genau, eine Mistgabel bräuchten wir noch, aber dafür hat es ja noch Zeit. So, fahren wir mal zum Hof mit dem neuen Deutz. So. Dann tun wir die Gabel irgendwo abstellen. Ich würde sagen, die tun wir einfach hier seitlich abstellen. Für den Moment holen uns unser Güllefass, um schon mal die erste Gülle einzuholen. Dazu müssen wir die Hänger vorfahren. Ja, fahren wir mal hierher, da stört sie nicht. Zumindest jetzt nicht. Ihr seht ja, hier haben wir noch Silageballen, deswegen habe ich die anderen da gelassen bei der BGA. Fahren wir mal mit dem Ding dran. Das ist schon ein großes Ding. Machen wir es einmal vor. Wie viel haben wir noch drin?
Genau, Gülle haben wir dann noch draußen wieder drin, das passt auch. So, dann fahren wir das einmal hin zur BGA, damit unsere BGA erstmal gut versorgt ist. Warum tut er sich jetzt so schlecht gerade? Ah, ich habe das Ding unten gehabt, okay. Ist natürlich nicht gut. Ja, jetzt zieht er wieder. Fahren wir mal hier rum. Dann können wir in der nächsten Folge wieder den ersten Jahresschnitt von der Wiese machen. Aber da wir das sonst zu oft in dem Video sehen, werde ich das wahrscheinlich auf Video machen. Genau. Muss ich gucken, wo wir einmal hin müssen. Wir müssen, ja. Fahren wir einmal hier rum. Und fahren das einmal zur BGA. Der Glas ist auch angekommen, sehe ich. Ja, ist auch angekommen. Fahren wir den erstmal einmal rein. Denn zu einer BGA gehört ein Radlader, finde ich. Und den Radlader habe ich jetzt geholt. Dann kann der Marcel Ferguson von hier weg. So. Und irgendwann werden auch die Silos befüllt. Dann passt es ja. Mal eine Runde. Und stellen den Motor ab. Genau. Dann fahren wir mal hier rein. Fahren wir hier ran. Da ist Auffüllstation wahrscheinlich. Da müssen wir doch außen ranfahren. Außen ist die Kippstation wahrscheinlich dann. Ja. Dann füllen wir einmal die Gülle ab. Machen wir sie einmal ab, dann kann die BGA es verarbeiten. Denn auch das ist wichtig. Genau, dann gucken wir einmal. BGA hat schon 12.000 Liter Gülle jetzt. Dann werde ich, wenn wir in der nächsten Folge Mist reintun noch, da kaufe ich dann noch die Mistgabel. So. Dann würde ich mich bei euch noch bedanken. Das letzte Video hat fast 200 Aufrufe. Der Großteil ist nicht Abonnent meines Kanals. Ich würde mich freuen, wenn ihr mich abonniert. Wenn das Video euch gefällt, liked es, teilt es mit euren Freunden, Familien. Ja. Es hat mich unglaublich gefreut, dass das Video fast 200 Aufrufe hat, wo ich jetzt zuletzt geguckt habe vorhin. Schreibt gerne eure Meinung auch in die Kommentare. Und es kann gerne so weitergehen. Gerne auch mit der Abonnentenerhöhung. Würde mich sehr, sehr freuen. Ja.
Wir sind nicht mehr weit von den 50 Abonnenten entfernt. Ah, jetzt habe ich Shit mitgenommen. Die BGA soll arbeiten. Die Gärreste, da gibt es eine Gärreste-Trocknung. Die kann ich euch erstmal, kann ich euch kurz zeigen. Komm es mal, wenn ich am Hof bin. Die kostet 50.000. Kann man die Gärreste trocknen und dann ausbringen. So. Dann können wir noch ganz kurz die Hühner füttern, weil die brauchen Futter, habe ich gesehen. Fangen wir kurz einmal das Güllefass rein. Einmal ran. Stellen Sie ab. Genau. Dann passt es so. Dann filmen wir. Dann tun wir einmal Anhänger rein mit Futter für die Hühner füllen. Auch die Hühner haben sich wirklich sehr, sehr weit fortgepflanzt, muss man sagen. Dann wir haben Sorgehörse, die würde ich voll machen. Die einmal den Hühnern geben. Kühe haben wir noch, die tun wir dann in der nächsten Folge füttern, vielleicht mal es auch auf Video, dass wir dann voll durchstarten können mit Ansehen und ja mit Ansehen und was steht dann noch so an. Genau, verkaufen würde ich dann in der nächsten Folge. Füllen wir einmal die Hühner. Und genau, Heu einfahren wird auch da anstehen. Da fange ich auch an mit Mähen. Und dann tun wir es im Video gemeinsam abfahren. Ja, Drehschimmel ist auch, ich weiß nicht, nicht meins. Werde ich mich nie dran gewöhnen können. So. Wir hatten 211 Hühner, also Hühner und Hähnen, Hennen. Jetzt haben wir 291 Tiere. Die haben sich auch wirklich gut fortgepflanzt. 360 passen rein. Wirklich sehr, sehr gut. Dann fahren wir das, den Anhänger einmal hier rein. Genau. Und der Trecker, der kommt in die Scheune, in die Halle. So. Hat auch wieder 2 Stunden drauf. Oder besser gesagt 0,2. So. Dafür, Leute, würde ich mich wieder bedanken. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, teilt das Video und tut sehr gerne abonnieren. Die Zuschauerzahlen können sehr, sehr gern weitergehen, wie im letzten Video. Es hat mich unglaublich gefreut, dass sehr viele das Video angeschaut haben. Wir sind nicht mehr weit von den 50 Abonnenten entfernt. Tut mich gerne abonnieren. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Schreibt eure Meinung zum
Deutz-Traktor, zum Radlader, zu der Biogasanlage in die Kommentare. Ich freue mich bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.